Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut bei meinen jeden Tag Let's Play, und zwar das Let's Play zu Crimtails Gefährliche Wünsche Teil 3. Und ich werde alle Teile, die ich besitze, für euch Let's Playen. Damit ihr auf den Laufenden seid, ich werde es jetzt nicht nach der Reihe sagen, sondern ich habe Crimtails die Steinkönigin, ich habe Crimtails Bloody Mary, Crimtails Farben des Crowns habe ich noch. Und zu Unrecht verurteilt habe ich auch. Was gibt's denn noch? Ich habe noch Crimtails. Ich habe noch einen Crimtails Teil, wo die McCrays noch vorkommen, aber ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. So, in der letzten Folge haben wir ja jetzt hier das hier aufbekommen. When I came to life, my master played soccer with me. That's strange. We always left the ball right here. Did someone steal it? Das kann durchaus sein, Martin. Ja, die Figur heißt immer noch Martin. Und ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgelehnt, weil Crimtails, also Wimmelbildspiele allgemein kann man nur mit der Maus spielen. So. Oh weh, hier fehlt also der Fußball. Komischerweise ist er hier zu sehen, aber hey, verrat's keinen. Hier fehlen zwei Eisenfiguren. Und ich habe Schluck auf. Jawohl. Das ist ein riesiger Hut. Die heißen, glaube ich, Melonen oder so. Weil sie eine Form von einer Melone haben. Ja, ich weiß, Streber. Nee. Da hat doch dem Pinocchio der Knopf gefehlt. Hier, mein Gutster. Info. Stelle die richtige Nasenlänge ein, fahre sie mit Hilfe der Pfeile aus und ein. Ui, ich finde ihn irgendwie gruselig. Ui, weil er unsere Mausbewegung folgt. Seht ihr das? Das haben sie schon irgendwie gut gemacht. Okay. Das war jetzt zu einfach. Danke, Pinocchio. Ein netter Junge, auf jeden Fall. Kann man nichts anderes sagen. Also langsam wird es mir echt... Ich krieg Angst vor mir. Dass ich das so gut hinbekomme. Soll jetzt kein Eigenlob sein. Oh no. Wir müssen hier was zusammenmixen, wenn ich das schon da hinten sehe. In fast jedem Wimmelbild-Spiel muss ich irgendwas mixen. Ich könnte gleich eine Bar aufmachen und Mixer, Cocktail-Mixer werden. Also so Barmann-mäßig. So, jetzt kriegen wir das und das. Das heißt, wir können nochmal hierher gehen. Hier. Und das zusammen knödeln. Also wenn man die ganze Zeit sowas spielt, dann kriegt man ein Auge dafür. Da braucht man wahrscheinlich den Wagenheber. Weil so reingreifen und das Ding drehen kann sie nicht. Schatz her, damit ich euch nicht anschwindle. Dort ist eine Heugabe, doch die Gitterstäbe sind im Weg. Ganz ehrlich, ich könnte da reingreifen, das Ding anheben, die Gabel langsam drehen und rausheben. Alter Schwede. Was ich immer mit meinen Schweden hab, wa? So, jetzt haben wir einen öligen Schwamm. Und langsam, aber stetig, Freunde, komme ich zu dem Entschluss, dass ich doch den größten Teil von dieser Spielreihe vergessen habe, was ich da machen muss. War hier irgendetwas verrostet? Leuchtet die ganze Höhle?
Befreit die Figur von den Ranken. Stell ein Lösungsmittel her, biege die Gitterstäbe zur Seite. Repariert die Flipperautomaten, öffne das Kästchen. Also ich weiß schon nichts mehr weiter. Schau mal, was haben wir denn hier alles noch an Gegenstände? Ich muss einen Tipp nehmen, Freunde. Tut mir leid, ich habe jetzt keinen Plan. Das Fenster zum Bambushaus ist für nahe Gebinde, das sei an dem Fenster. Baumhaus. Bambus? Alles klar. Hol dir auf, Drogen zu nehmen. Das kommt nicht gut. Und die einzige Droge, die ich nehme, ist gute Laune. Ich bin nämlich der gute Launebär. Eigentlich heißt das lila Launebär, aber okay. Ja, ich weiß, ich muss alles ran... My master loved to come out here and draw. When Brandon's father didn't come home when expected, Brandon drew Siberia, where his father was last seen. Okay, wir brauchen also eindeutig ein Schildkröten-Symbol, weil der liebe Brandon, der malt zwar ein bisschen sonder... It's been 2 days since Mom received the letter from the police. That day she was crying. I didn't know how to make her feel better. Dad got lost in the Siberian mountains, and no one can find him. I was worried, so I made up my mind to do it. To make a wish. The wish will bring back my father. Mama hat vor 2 Tagen den Brief von der Polizei bekommen. Sie weinte und ich wusste nicht, wie ich ihr helfen sollte. Mama sagt, Papa ist in Sibirien verschwunden und sie wissen nicht, wo er ist. Ich habe solche Angst, ich werde selber alles in Ordnung bringen. Ich werde mir wünschen, dass Papa wieder nach Hause kommt. Ja, ob das so gut war? Ich weiß nicht. Kann ich ja sonst noch was nehmen? Nö. Aber das ist wieder so schön gezeichnet. Ich muss sagen, ich finde die Grimtails-Zeichner einfach... Entschuldigung, Freunde, ihr habt meinen totalen Respekt, hey. Das ist so geil designt und so geil gezeichnet. Ja, ich weiß, Schleim, aber ist halt so. Eine Sicherung in ein Auto, alles klar. So, hier haben wir wieder ein Wimmelbild. Ein Wimmelbildspiel ist es. Und da gibt es Wimmelbilder. En masse. Aber es gab schon mal Zeiten ohne Schmarrn. Da habe ich ein Wimmelbildspiel gespielt. Es hieß in der Kategorie Wimmelbild. Aber es war kein Wimmelbild. Also ich habe keine Wimmelbildbilder gesehen. Nur solche Bilder, wo jetzt, ihr seht sowas hier. Und dann unten statt der Liste war, musste ich so Gegenstände einfach finden. Also nicht, es waren so abgebildete Gegenstände. Und wo ist hier die Schere? Die ist hier, okay. Papierflieger ist hier. Und es tut mir nochmal furchtbar leid, wenn jetzt keine Musik da ist. Aber ich habe euch ja schon mal informiert, warum und weshalb ich da keine reinstelle. Nur mal zur wiederholten Erinnerung, ich mache das nur, damit ich für euch dieses Spiel auch Let's Playen kann, ohne dass mir jetzt irgendeine angepisst jetzt nicht, Entschuldigung für den Ausdruck, eine verärgerte Musikfirma mir die komplette Folge da sperren oder muten, weil da angeblich eine Musik dabei ist, die urheberrechtsgeschützt ist. Deswegen nicht böse sein, ich werde ein bisschen mehr quatschen, mit euch unterhalten quasi, damit es nicht so leise ist. Und da hätten sie ruhig irgendwelche Hintergrundgeräusche nehmen können. Wisst schon, bei den Dämonen sein Haus, das Knarzen, aber hier ist es still und du könntest dir Stecknadel fallen lassen und die würdest du sogar hören. Wo ist denn hier ein Baseball? Da unten. Gottesanbeterin ist hier oben. Ein Schnuller ist hier, für alle, die sich jetzt hier beschweren, dass da keine Musik da ist. Also das hat jetzt ausgeschaut wie eine Motte, aber ist anscheinend nicht. Das ist ja eine Motte. Das ist eine Trillerpfeife. Das ist ein Bonbon. Dann eine Schere und hier ist das Totem, das andere. So. Und jetzt ist mal wieder Hintergrundkulisse da. Wieso nicht da auch im Bild? Okay.
Wir haben jetzt das andere Totem. Wir können jetzt zwei Sachen im Haus erledigen. Zuerst in der Küche. Wo ist denn die Küche hier? Das ist das Kaminzimmer. Und das ist die Küche. Weil jetzt haben wir den Schlüssel für den Kasten. Das heißt, wir können uns den Schalter einfach mitnehmen. Warum auch immer wir jetzt einen Schalter brauchen. Wartet mal, braucht mir hier einen Schalter? Nö. Wozu braucht mir dann ein... Ah, Moment, Moment, Moment. Ich weiß wo. Hierfür. Und das brauchen wir dann... Nee, nicht hierfür, sondern für hier. Für den Flipper-Automaten. Boah, das Geräusch erinnert mich voll an damals, wie es unsere Videothek noch gab, unsere große Stadtvideothek, wo wir auch, wo ich auch Spiele ausgeliehen habe für Nintendo 64, für Sega und Super Nintendo. Und da gab es auch so Flipper-Automaten von der Addams Family, von Indiana Jones. Oh, das war damals herrlich, da habe ich viel Zeit verbracht. Was wollte ich jetzt machen? Mal gucken auf Gegenstand. Erstmal das andere Totem zu Brandon bringen. So, dann... Ah, das scheint's dahin. Okay, dann wahrscheinlich kommt dann da noch ein Totem hin. Und wir müssen immer ein bisschen die Gegenstände loswerden. Aus dem Grund, weil es so ist. Ich mag es nämlich nicht bei Wimmelbildspielen so viele Gegenstände dabei zu haben. Das mag ich überhaupt nicht. Weil dann irgendwann weißt du, verlierst du wie sagt man... die Sicht der Lage und dann... Oh Gott, wie viele Minuten haben wir noch? 8 Minuten, schauen wir mal, ob wir es schaffen. Info. Spiele den Ball von einem blauen Spieler zum anderen und schieße ein Tor. Willst du einen Spieler auf die eine oder andere Position bewegen, wähle ihn aus und klicke die rote Markierung. Wähle erneut, um den Spieler aus, um den Passwinkel einzustellen. Ach du Schande. Geht das so? Der muss ja dann so spielen. Ich hoffe, das geht so. Wartet mal, ich kann jetzt die ganzen Richtungen machen. Muss ich... Ich glaube nicht, dass ich alle Spiele anspielen muss. Nee, das würde nicht so hinhauen. Weil der Ball würde jetzt zu dem gehen, oder? Okay, ich habe eh vergessen, den hier zu positionieren, dann ist das gut. So. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut, Freunde. Puh. Und wenn ich den dann so spielen lasse... Nö, das würde auch nicht gehen. Oder? Doch, würde es sogar gehen, glaube ich. So... Dann so. Schauen wir mal. Ne, das ist zu kurz. Verdammt, ich hab's gewusst.
Nee, den Winkel macht er auch nicht so gut. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass wir den da dazwischen durchschießen. Aber das würde nicht hinhauen. Ich glaube, das muss schon so gehen. Ah, das ist wieder falsch. Moment. Der muss schon hier oben hin. Dann so schießen. Nee, das ist wieder falsch. Fuck. Also das muss auf jeden Fall richtig sein. Der Anfang. Das müsste richtig sein. Schauen wir mal. Hä? Jetzt bin ich aber leicht überfragt, Freunde. Das haut doch nie ein Leben hin. Das haut niemals hin. Nö. Sorry, Freunde, aber dieses Minispiel überspringe ich. Ich habe es wenigstens versucht. Das müsst ihr mir gutheißen wieder. So, dann haben wir das hier. Das wissen wir ja, wo das hingehört. Nicht hier hin. Und da ist Rost. Das sehe ich doch sofort. Ja, nee, ist klar. Im Clown ein Diamant. Das Kind hat einen Diamanten versteckt. Alles klar. Wow. Also wie unordentlich ist das denn, bitteschön? Alles gleich mal mitnehmen. 2 Minuten haben wir noch. Mal sehen, ob wir das Ganze noch zusammenbringen. Rose. Ist hier irgendwo eine Schere? Jawohl. So. Erstmal der Hase. Das Metronom. Buchstabe B. Dann brauchen wir noch Handschuhe. Das ist da. Eine Schnecke. Ist hier. Eine Farbpalette ist das. Eine Reibe ist hier. Ein Totem ist da. Eine Maske hier, ein Herz da, eine Rose hier und ein Kleiderbügel da. Gerade noch rechtzeitig geschafft und vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig zu Brandons Zimmer und stellen noch das Totem hier auf. Okay, das nehme ich gerne mit an mich. Wow, it worked. There's a protective circle around the room. My master is safe now. We should hurry on now to the memory connected to Mr. Gray. I remember once in the treehouse, Brandon drew a picture about his father. Okay, gut zu wissen. Dankeschön, Martin. Und ich sage mal an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, dann bin ich überglücklich. Und Dankeschön, dass ihr reinschaut, dass ihr zuschaut. Und ich hoffe, es gefällt den einen oder anderen auch wie mir. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin jetzt raus.
Ciao, ciao.